Oh, Basti, ey, ohne Witz, ne? Die ganze Zeit, während wir jetzt hier Pause gemacht haben, spielst du schon auf deiner komischen Gitarre. Ich kann bald nicht mehr. Ich habe so Kopfschmerzen. Basti, und Kevin, er wird und wird nicht besser, ne? Kevin, ich glaube, wir müssen so einen Rat einberufen, der Musik dieser Art verbietet. Ist halt so gemeint. Ich muss, glaube ich, mal meine Ohren so ein bisschen putzen, weil man hört das richtig schlecht. So, Basti, spiel noch mal bitte ein bisschen was auf deiner Gitarre. Okay, hör bitte auf, bitte. Ach, Katastrophe. Nee, das wird nicht besser. Jungs, wir wollten ja jetzt raus hier. Hey, was ist denn? Nee, Basti, was machst du denn? Das ist gar nicht hier genug Platz für den Drachen. Du hast Basti gesagt, kann ich schon spielen? Ah, Basti, bist du wahnsinnig? Aua, dein Schwanz, aua. Basti? Hörst du jetzt mal auf, sag mal. Schön? Was ist das denn für ein Verhalten? Bist du wahnsinnig? Basti? Kevin! Wie spiele ich? Schlecht. Kevin! Aua, Basti, hör mal auf, dein Flöckchen tötet uns hier alle. Wie spiele ich? Nicht gut. Hörst du jetzt auf? Ja, komm, Basti, hey. Mach. Komm, Basti, los. Nee. Jetzt hör auf, sonst. Kevin, wo bist du? Ich Basti, bin hier bin ich, Basti. Dein armes Flöckchen verletzt sich hier noch in dem Raum. Mann, ja, das kannst du doch nicht. Noch rein. Das ist doch. Für das Flöckchen ist doch total Tierquälerei. Wie spiele ich? Basti, Mensch, du kannst nicht Gitarre spielen. Hör auf damit, lass es sein. Es ist doch auch keine Schande. Aua, das Mann, verdammt. Ach, komm, Manu, wir lassen Basti jetzt einfach hier. Boah, der hat die alles zerstört. Kommen wir überhaupt noch raus? Ja. Ja, der ist, ich weiß nicht, der dreht komplett durch. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Ihr seid so gemein zu mir. Du bist gemein, weil du die ganze Zeit mit der Gitarre spielst. Du kannst doch nicht deinen eigenen Freunde angreifen. Sag mal, was ist nicht in Ordnung bei dir? Ihr beleidigt mich, dass ich nicht schön spielen kann. Ja, und deswegen greifst du uns an und tust uns weh. Pass auf, ehrliche Kritik tut halt nun mal weh. Da musst du uns aber nicht körperlich wehtun. Mann. Ja, als Künstler musst du mit Kritik klarkommen. Ich übe den ganzen Tag für deine Hochzeit mit Tana. Ich möchte nicht, dass du spielst auf meiner Hochzeit. Weißt du, und dann werde ich so verletzt. Das war jetzt aber echt nicht nett, Kevin. Ja, aber was kann ich dafür, wenn er nicht so gut spielen kann? Ja, aber er hat ja noch Zeit zu üben und außerdem ist es ein Freundschaftsakt, wenn er das auf deiner Hochzeit macht. Also, ja, wenn er gut spielen kann, dann werde ich ihm auch sagen, dass er gute Musik macht. Ach, das ist egal. Es ist dein Freund. Du kannst jetzt nicht sagen, er darf nicht auf deiner Hochzeit spielen. Er hat ja, aber als Künstler aber muss er mit Kritik klarkommen. Nein, aber nicht so. Er ist immer noch dein Freund. Ja, aber was soll ich denn sagen? Ein bisschen mehr Taktgefühl. Genau. Wo geht's überhaupt her, Kevin? Du sagst zu mir mehr Taktgefühl, während du deinen riesen Drachen rausholst und Eisarten nach mir schießt und weiß ich nicht was. Also ich denke mal, Basti fehlt wirklich Taktgefühl. Ja, zu mir sagt ihr, mir fehlt Taktgefühl und Basti greift mich mit seinem riesen Drachen an. Basti, alles gut. Jetzt ist er weg. Toll, Kevin, jetzt ist er beleidigt. Ja, was kann ich denn dafür? Du hast doch auch gesagt, deine Musik ist nicht schön. Ist ich auch nicht. Aber er übt ich ja auch noch. Ich kann euch immer noch hören. Vielleicht wird es ja ach, besser. Basti, jetzt ich sehe nicht so, als wenn es nicht besser werden könnte. Komm, Basti, weißt du? Okay, sagen wir, deine Musik ist nicht schön, aber ich glaube, dass du noch besser wirst. Basti? Passt das so? Oh, hallo? So eine Zicke, Mann. Oh, jetzt, wo ist der denn jetzt hingeflogen? Weiß nicht, hoffe in die Stadt. Nach Hause in die Stadt? Jetzt. Warum redest du nicht mit uns? Weil ich verletzt bin. Ja, aber ich habe doch gesagt, ich glaube, dass du noch besser wirst. Ja, ich glaube da nämlich auch noch dran. Und ich finde auch, es ist immer noch eine schöne Idee, auf Kevin seiner Hochzeit zu singen. Ja, finde ich auch. Wir singen zusammen, Basti. Ja, ich singe wirklich ja nicht, ich will ja nur Gitarre spielen. Ja, ich singe und du spielst. Und Kevin hat keine Wahl. Weißt du, das ist bei so einer Hochzeit, hat der Bräutigam eh keine Wahl. Wenn die Feier nachher stattfindet, dann meldet man sich bei irgendwem an und dann singt man, egal ob man es kann oder nicht kann. Leute, ja, ich möchte nur eins, das soll für Tana der schönste Tag werden und nicht der schrecklichste. Das wird ein schrecklich schöner Tag. Das wird ein schöner Tag, weil ich Gitarre spiele. Und ich singe. Ich bin mir nicht sicher, ob Tana nach dieser Hochzeit noch bei mir bleibt. Jungs. Also... Okay, komm, egal, lass uns das Thema wechseln. Jungs, wir haben doch jetzt hier noch ein bisschen was zu tun, ne?
Wir lassen uns schon wieder. Ich komme jetzt erstmal zu euch, ja? Wir haben ja doch da noch diese eine Scherbe da, ne? Ja, ich habe sie mitgenommen, die zweite. Basti, ist Flämmchen wieder da? Och nein, ach Mann, Flämmchen! Vielleicht ist sie wirklich irgendwie nur auf Nahrungssuche. Vielleicht ich meine, die war ja schon öfters weg und ist ja wieder zurückgekommen, ist halt oder Balui? Vielleicht ist Balui zu schlecht für Flämmchen. Was? Jetzt kommt, oh Jungs, ey. Was? Kommt, lass uns doch jetzt vertragen. Komm, wir umarmen uns jetzt mal. Komm mal her. Nein. Kommt, Leute, wir nehmen uns jetzt mal hier in den Arm als Freunde. Komm. Nein. Das war jetzt einfach nur ein Konter. Nein, das war's nicht. Doch? Ich mach jetzt wieder Flammen dahin, damit lass mein Flämmchen zu uns kommen kann. Das weiß einfach, weiß bestimmt den Weg nicht. Ja. Können wir alles das ist so, wie ich es gesagt habe. Oh Mann, ich habe das nicht mit Absicht gemacht, Balui. Ja, ist ja okay. Ich mach's aber wieder an. Okay, ich kann dir sogar dabei helfen. Ja? Ja. Autsch. Es muss ja nicht ganz so viel sein wie beim letzten Mal, aber wenigstens ein bisschen. So, ich helfe dir jetzt wieder. Ich mach das wieder an. Es tut mir leid, dass ich das letzte Mal alles ausgemacht habe. Ich hatte einfach nur Angst um den Baum, weil ich gedacht habe, das Feuer ist sich am Ausbreiten. Ja, du hast ja auch, ich sag mal, sinnvoll gehandelt. Du wusstest ja nicht, dass Flämmchen da geschlafen hat. Mhm. Ja. Aber wollt ihr nicht irgendwie zur Sicherheit, falls hier irgendwie das Feuer sich ausbreiten könnte, noch irgendwie so einen Graben oder so drum ziehen? Dass ja, das brauchen wir doch nicht. Hier breitet sich nichts aus. Ja, seid ihr euch da wirklich sicher? Das ist ja Drachenfeuer, und das habe ich schon gesagt. Aber ah, okay, wenn ihr sagt, dass da nichts passiert. Und außerdem genau, es ist ein Eisdrache daneben. Also aber Jungs, im Notfall, eins müssen wir auf jeden Fall machen. Wir müssen das in der Stadt noch regeln. Wir müssen das mit den anderen besprechen. Nein, müssen wir nicht. Doch, weil die sind eh nicht da. Jungs, ich finde schon, dass wir das in der Stadt besprechen sollten, oder? Zumindest. Warum denn? Ja, damit die Leute aus der Stadt nicht das Gefühl bekommen. Ich hab seit Ewigkeiten keinen mehr in der Stadt gesehen. Irgendwelche zwei laufen irgendwelchen Märchen hinterher und Revi hat irgendwelche Frauenprobleme. Ich weiß gar nicht, was abgeht hier. Ja. Herrchen? Keine Ahnung. Irgendwas mit Elfen oder so. Hey, Moment, unser Typ ist ein Elfe. Sind wir die Märchentanzträumer oder was? Nein. Wie nein? Ich glaube nicht. Also wir sind keine. Ja, aber du hast gerade von uns geredet, oder? Hattet ihr nicht gesagt, dass ihr irgendwie Drachenreiter seid? Ja, wir sind legendäre Drachenreiter, zumindest hat das ein Elfe gesagt. Okay. Vielleicht ist das aber auch nur ein Fantasietraum von uns. Ah nee, ich bin der Friedenswächter nur. Nur? Naja. Du hast wenigstens eine Bestimmung in dieser Welt. Wir sind irgendwelche. Meine Bestimmung ist einfach nur der Frieden. So, Balui, bist du jetzt wieder zufrieden? Und dass du mich verletzt. Bitteschön. Och Mann, Basti, jetzt. Oh, Mann. Jungs, jetzt rauft euch doch mal zusammen, komm. Wir sind doch immer so gut zusammen ausgekommen. Wir sind doch gute Freunde hier, ja. Oh, ich höre da schon die gute Musik von Basti. Du bist doch ein Lügner. Hallo! Okay. Oh, ist das schön, Basti. Kannst du ein bisschen lauter spielen vielleicht? Ist ja im Keller. Balui, ich geh da jetzt nicht runter. Basti, bist du unten im Keller? Vielleicht. Jungs, wir haben doch einen Auftrag. Was macht ihr denn hier für Spirenzchen? Ja, wir wollten doch nicht. Wo habt ihr denn den anderen Splitter hingetan, den wir noch hatten? Den hat doch Balui. Nee, ich hab den neuen. Ja, und wo ist der andere? Den hast doch du. Nee, den habt ihr. Nein. Den wolltest du Balui zeigen, Basti. Wollt ihr das? Ja, du hast den mitgenommen, wolltest den Balui zeigen. Ja, ich glaube, ich hab den auch in der Hand gehabt und hab den. Ah, hier ist er. Puh, ich dachte schon, ich hätte ihn verlegt. Guck mal, ob du die irgendwie zusammenfügen kannst. Ja, warte. So. Vielleicht in so einem Ding hier. Sehen die denn aus, als wenn die zusammenpassen? Ja, das muss ich jetzt gerade mal analysieren. Also. Könnte das passen, oder? Ja, doch. Oh, guck mal. Wenn man die übereinander hält. Hier, mach mal selber. Dann geht das. Wenn die so ein bisschen übereinander. Ist zwar noch so ein Riss dazwischen, aber vielleicht fügt sich das Ganze zusammen. Ja, das eine so da dran, ja. Da fehlt aber noch ein Stück auf jeden Fall. Ja. Und das sieht so aus, als wenn wirklich nur noch ein Stück fehlt. Ich weiß nicht. Warum ist hier Eis in eurem Haus? Das macht Aua, pass auf. Au. Aua. Ja, genau, das sag ich ja. Basti, was machst du? Willst du uns umbringen? Nö, aber wir wollten doch zum Portal gehen. Ich mach euch jetzt mal, ich tu die mal hier rein, die Splitter, in die Kiste, ja, da. Ja, nicht, dass wir sie verlieren. Ja, Portal, ne? Wo wollen wir denn jetzt hin? Wo wollt ihr denn hin, Jungs? Wir wollten zum Portal.
Du hast doch gesagt, ja, die vergangene irgendwas Orte mit, und irgendwas mit Feuer. Ja, wartet, da steht, zu allerletzt musst du die tiefe Hitze überwinden, um den letzten gebündelten Wind zu finden. Hitze. Aber da was meinen die mit gefühltem Wind? Was, ist das irgendwie Essen oder so? Gebündelten Wind. Ja gut, gebündelt, gefüllt, ist egal. Aber ich hab sowas, jetzt wo du es erwähnst, ne, beim Essen, ich hab letztens etwas gemacht, das kam aus dem fernen Osten, das hat mir einer von Revi seinen Leuten beigebracht. Wie hieß das nochmal? Windbeutel. Ja, da hast du deinen, damit zu tun. Deinen gebundenen Wind. Aber ist das nur ein Trollgeschick? Kriegen wir da halt was zu essen? Ja, das ist eine Art Teig, wo man eine schön geschlagene Milchsahne reintut. Hier müssen wir auch nicht hin. Hä, war vielleicht das hat das damit Eingang? Zu tun. Ach so, nee, war es nicht. Mist. Oder meint ihr, das könnte mit den Windbeuteln zusammenhängen? Das Portal ist geöffnet! Das Bitte Portal was? Ist geöffnet! Wie, das Portal ist Wie, geöffnet? Das kann doch nicht sein, wir haben es ausgeschaltet. Warum ist das geöffnet? Welcher Basti, Wahnsinnige hat es geöffnet mal, und angelassen? Welche Leute, Idioten haben was? Das geöffnet? Was denn? Und nicht geschlossen! Das was? Kann, da kommen diese Schweineviecher raus! Das Portal ist geöffnet! Das Wer Portal ist geöffnet! Gelassen? Welcher das Idiot Portal? War das? Das ja, ist das so ist gefährlich. Und da beschwerst oh du dich, Gott. Dass wir Feuer in der Stadt haben. Aber das ist tödlich für die ganze Stadt. Stadt verbannt werden. Jungs, jetzt mal ganz ruhig. Nein. Vielleicht hat sich das Portal auch von alleine aktiviert. Jetzt überleg mal, was das für ein Brimborium letztes Mal war, bis es an war. Das hat sich bestimmt nicht von alleine aktiviert. Das hat sich nicht von alleine geöffnet. Passiert, wenn ich jetzt hier reingehe? Pass auf, vielleicht kommt man wo ganz anders. Soll ich jetzt reingehen? Wer hat das geöffnet? Oh mein Gott, wir müssen dem auf die Spur gehen. Ich geh jetzt rein, Jungs. Ich geh rein und... Ist okay. Alles in Ordnung? Ich hier auch. Oh mein Gott, Balui, wer war das nur? Basti? Balui? Davon wird mir immer noch ganz kotzübel. Oh. Wer war das, Kevin? Kevin, das geht doch so nicht. Ich weiß nicht, vielleicht haben das auch... Man kann das Portal nicht einfach offen lassen. Vielleicht haben das auch diese Wesen hier aktiviert. Guck mal, da. Da, Jungs. Das ist doch neu hier. Hey, ja, das war doch letzte Mal nicht. Hä? Wo führt das? Was ist das? Was? Hä? Wo führt denn das hin? Das Guck hier. Mal da. Ach du Scheiße. Wie kann das so plötzlich hierher gebaut werden? Die macht Gaia, es ist halt überall aktiv. Leute, Jungs, lasst uns mal zurückgehen. Kommt mal mit. Da hinten, ich hab was gesehen. Halt, stopp. Ich baue hier eine kurze Barriere auf. Moment. Ich kann das so nicht lassen. Oh mein Gott. Ich kann es immer noch nicht fassen. Welcher Idiot hat das Portal geöffnet? Das ist eine gefährliche Welt. Die sollte man echt nicht unterschätzen. Das hätte den ganzen Baum kosten können. Aber ja, umso mehr müssen wir mit dem Stadtrat jetzt das besprechen, dass wir mal einen Stadtrat einberufen und dann das besprechen mit dem Portal, dass es immer wieder deaktiviert werden muss. Ich glaube, oder es muss einen Wächter geben, der da vor Ort aufpasst. Guck mal da hinten. Seht ihr das, was ich sehe? Da sind wieder diese Geister des Windes. Was? Stimmt da tatsächlich. Die sind anscheinend richtig hier. Haben die alles bevölkert? Aber hey, das Leute, Problem ist, ich habe nicht mehr viele von meinen Goldäpfeln. Wisst ihr, was... Nein, ich habe einen Nervenzusammenbruch. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Wer kann denn dieses Portal offen lassen? Ich muss mich hier ausruhen. Jungs, ich hab einen besseren Plan. Wir sollten noch mal eben schnell alle zurückgehen. Wir sind ja jetzt noch immer in der Nähe des Portals. Sollten uns vielleicht zu Hause noch mal ein bisschen Ausrüstung holen. Vor allen Dingen auch Goldäpfel. Und dann machen wir uns auf den Weg hin. Wir wissen ja jetzt vor allen Dingen, zumindest, Basti muss unbedingt eine bessere Rüstung haben. Ja, wir müssen noch eine Rüstung für Basti holen. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach auf den Weg zurück und wir treffen uns dann einfach gleich wieder hier. Na gut, okay, los, auf geht's. Auf. Befreie den Drachen in dir. Kaufe Empire Dragon Merch von Balui auf elbster.de. Der Link ist unten in der Beschreibung.